Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Zackfishing Welts. Nach dem Intro schauen wir uns heute mal an, was ich immer so im Schlauchboot dabei habe. Ja, fangen wir am besten bei den grundlegenden Dingen an. Also klar, hinten am Boot als Antrieb habe ich einen Motor dran, in dem Fall einen 15 PS Motor, weil ich mit dem auch mit beladenem Boot ganz gut in Gleitfahrt komme und dadurch schön von A nach B komme innerhalb kürzester Zeit. Natürlich der zugehörige Tank, ein Echolot, das sind so die Grundbestandteile und alles andere, was ich im Boot so mitführe, was mich beim Angeln unterstützt, das liegt halt entweder irgendwo drin oder irgendwo drauf, sodass es für mich halt leicht zugänglich ist und jeder Handgriff dann eben sitzt. Ja, den Tank nutze ich eben als Ablagefläche. Hier liegen bei mir drauf ein Maßband zum einen, zum anderen hier eine Zange zum Hakenlösen, die man natürlich immer mal brauchen kann, je nachdem wie der Haken im Maul sitzt. Dann liegen da normalerweise auch zwei Handschuhe. In dem Fall ist es nur einer, weil der mich jetzt im Verlauf dieser Tour hat es mich einen gekostet. Der ist irgendwie abhanden gekommen. Ich glaube irgendwann, als ich mal in Gleitfahrt unterwegs war, ich habe es nicht gemerkt, aber irgendwann war er dann weg. Der liegt auch hier, sodass er immer griffbereit ist im Drill. Hier hinten habe ich eine Spule liegen mit verrottbarer Schnur, die ich eben brauche, um die Steine zu binden. Direkt daneben habe ich eine Spule mit alter Schlagschnur. Manchmal ist es auch alte Hauptschnur, je nachdem. Die verwende ich, wenn ich Ausleger anbringen muss, beispielsweise beim Bojenangeln oder beim Abspannen. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar ist es dann so, dass ich mir eigentlich ganz gern so das, was am Boot eh schon verbaut ist, zunutze mache, um das Ganze dann oder um die ganzen Hilfsmittel, die ich dabei habe, zu strukturieren. Und zwar nutze ich gerne hier hinten die Aufnahme vom Paddel, um meine Ausleger darin einzuhängen. So habe ich die halt immer mit einem Griff griffbereit und kann sie dort anbringen, wo sie hin sollen. Das ist immer sauber sortiert und ich habe einen Überblick. So. Gehen wir weiter, dann haben wir hier die Lasche, wo normalerweise die Sitzbank draufgeschoben wird. Die nutze ich bei mir sehr gerne, um zum einen Karabinerwirbel drauf zu klippen, die ich benutze, um Montagen umzulenken, um Montagen abzusenken. Die klippe ich hier drauf, meistens eben schon, so wie man das jetzt hier sieht, fertig gebundener Reißleine zum Umlenken oder Absenken, sodass das dann auch fertig ist. Dann muss ich das beim Auslegen einfach nur noch hier abziehen und kann direkt damit arbeiten. Ja, direkt nebendran liegen immer parat geschnittene Gummis, um die Haken zu sichern am Köder, damit der Köder nicht mehr vom Haken runterrutschen kann. Und da nebendran liegen immer eine Handvoll alter Knicklichter, die ich eben auch mal brauche, wenn ich Montagen abspanne und Posen auf der Schnur fixieren will oder ähnliche Dinge. Ja, und dann kommen wir im Prinzip zum Echolot. Im Echolot liegt auch einiges drin. Zum einen haben wir hier drei verschiedene Spulen mit Reißleine. Also ich habe immer 30er, 40er und 45er dabei, weil das für mich so die gängigen Größen sind. 45er benutze ich, wenn ich die Steine in die Kanten reinziehen will oder wenn ich auf größere Distanzen abspanne. 40er benutze ich, wenn ich mittlere oder kurze Distanzen abspanne und die 30er benutze ich vorwiegend eben entweder auf ganz kurze Distanzen beim Abspannen oder zum Absenken und Umlenken von Montagen. Die liegen auch immer hier griffbereit. So, dann natürlich eine Schere im Echolot, damit ich die ganzen Schnüre, die ich hier schneiden und ablenken muss, auch entsprechend abschneiden kann. Dann hin am Echolot-Bildschirm habe ich hier immer dabei eine Polbrille. Eine Polbrille deshalb, gerade wenn ich unterwegs bin an Gewässern, die vielleicht Untiefen haben können, wo ich mich noch nicht so auskenne, oder wenn ich auch auf der Suche bin nach Futterfischen, die in flachen Uferbereichen stehen, habe ich gerne die Polbrille dabei, weil sie mir einfach dabei hilft, das zu erkennen, was unter Wasser sich abspielt oder was unter Wasser vorhanden ist an Strukturen, sodass ich dann eben die Bootsgeschwindigkeit drosseln kann oder anpassen kann und aufpassen kann, dass ich keine Kollision kriege. Ja, dann unter der Polbrille im Echolot liegt immer noch eine kleine Taschenlampe mit großer Reichweite. Die habe ich immer dabei, damit ich mich nachts im Notfall orientieren kann. Ihr wisst selber, wenn ihr einen Drill habt, zum Beispiel in der nebligen Nacht einen Drill habt und im Verlauf des Drills dreht der Fisch das Boot fünfmal um, dann wisst ihr danach nicht mehr, wo ihr seid und in welche Richtung ihr fahren müsst. Klar könnt ihr euch noch an der Strömung orientieren, aber ein Hilfsmittel wie eine Taschenlampe, die auf weite Distanzen nochmal leuchten kann, ist gar nicht verkehrt dabei zu haben. Im Nebel hilft sie zwar nur begrenzt, aber sie hilft mir zum Beispiel auch dann, wenn ich Ausleger suche oder Bojen suche nochmal, um grob die Richtung zu finden, wo ich hin muss, um mich da auf größere Distanzen grob zu orientieren. Ja, das war es im Prinzip schon mit dem Echolot. Also hier steht jetzt noch ein Akku drin, beziehungsweise halt eben eine Batterie.
und eine davor. Das ist jetzt aber nur notgedrungen, weil die andere leer ist und jetzt die zweite Batterie gerade angeschlossen ist, um die letzten Tage noch zu überbrücken. Dann habe ich noch dabei einen Eimer, natürlich. Ja, das ist der Auslegeeimer, mit dem ich die Montagen auslege, beziehungsweise wo die Köder drin sind, während ich auslege. Oder mit dem ich auch Wasser ins Boot schütte, wenn ich einen Wels im Boot liegen habe. Und in diesem Eimer habe ich immer ganz gern die Abhackmatte drin und mache die vorher schon nass und stecke sie dann abends, wenn die Ruten ausgelegt sind, in den Eimer rein. Dann habe ich nämlich nicht das Problem, dass ich nachts während dem Drill die Abhackmatte nochmal großartig nass machen muss und dann mit einer Hand da immer irgendwie Wasser drauf scheffeln muss, sondern ich ziehe die aus dem Eimer, lege sie über die Bordwand, die ist schon nass und also perfekt vorbereitet, um den Wels drüber zu ziehen und seine Schleimhaut zu schützen. Ich nutze die Abhackmatte auch ganz gerne während dem Auslegevorgang als Unterlage. Ich benutze immer nämlich einen Aluboden in meinem Boot, also ich habe immer einen Aluboden, weil der für mich die optimale Variante ist. Und weil der relativ laut sein kann, lege ich die Abhackmatte auch immer gern zusammengedrückt nochmal dahin, wo die Steine hinkommen zum U-Posenangeln, sodass die, wenn ich fahre, dann da keine großartigen Geräusche machen oder wenn ich die Steine mal rücke, weil sie eben durch die Abhackmatte gepuffert sind. Und wenn ich ausgelegt habe, fertig ausgelegt habe und die übrigen Steine hier hingeräumt habe an die Seite, dann drücke ich die Abhackmatte, nachdem ich sie angefeuchtet habe, in den Eimer, stelle sie zur Seite und so hat man ganz sauberes Arbeiten. Ja, und was habe ich noch? Das letzte, was noch dabei ist, ist ein Paddel. Das haben wir hier. Ja, ich weiß, ich sollte wahrscheinlich an jeder Seite ein Paddel befestigt haben, also zwei Stück dabei haben. Schande über mein Haupt, ich mach's nicht. Ganz einfach deswegen, weil wenn da ein Paddel fest ist und hier ein Paddel fest ist, das hat mich schon so oft genervt, weil es die Schnur eingefangen hat beim Auslegen oder beim Bootfahren und Manövrieren, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache mir immer ein Paddel, lege ich mir komplett ins Boot, wenn dann irgendwas ist, knie ich mich vorne auf die Bootsspitze und manövriere mich zum Ufer. So kann ich mir auf jeden Fall helfen und habe trotzdem nicht die ganze Zeit den Stress hier, wenn die Paddel hier befestigt sind, dass irgendwelche Schnüre beim Auslegen drin hängen bleiben. Ja, das ist im Prinzip dann auch schon alles, was in meinem Boot Platz findet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht sieht es ähnlich aus, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei gewesen, was man noch im Boot mitführen kann, um die ganze Arbeit zu unterstützen, beziehungsweise wie man das Ganze im Boot strukturieren kann, um euch die ganze Arbeit zu unterstützen. Ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr ein Abo da lasst, sofern ihr noch kein Abonnent seid. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren, nämlich dann kriegt ihr immer direkt Bescheid, sobald hier ein neues Video online ist und ihr verpasst in Zukunft gar nichts mehr. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst entweder am Wasser oder hoffentlich in dem einen oder anderen Video. In der Zeit lasst es euch gut gehen, fangt ein paar Fische und bis demnächst. Ciao.